Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Tilan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir hier in Patch 10.1 einmal in den Tyrelec Höhlen uns erspielen können. Und zwar immer dann, wenn hier einmal das Event Forscher unter Feuer Titanenabriegelung aktiv ist. Was für ein Achievement ist das? Und zwar sind wir einmal unter Erkunden, dann Dracheninseln und hier haben wir den Erfolg Forschungsproben und dafür müssen wir Folgendes machen. Sammelt 10 merkwürdige Erzproben während des Ereignisses Forscher unter Feuer, Titanenabriegelung. Und dieses Ereignis findet immer alle 2 Stunden statt. Und zwar haben wir das hier in der Mitte. Und zwar geht es immer los zur, ja, quasi zur halben Stunde. Also jetzt hier um 23.30 Uhr, 1.30 Uhr und so weiter. Und dort haben wir verschiedene Phasen. Aktuell bin ich in der Forschungszielphase 5 von 12. Und die relevante, die wir fürs Achievement brauchen, ist die nächste. Und zwar ist die 6 von 12. Und jetzt spawnen hier lauter so Proben, wie ihr seht. Die müssen wir anklicken und dann an dieser Konsole abgeben. Jetzt ist die Problematik, dass wir hier einen Timer haben. Und dieser Timer ist quasi dafür zuständig, wie viel Zeit wir haben, bis wir quasi dann in die letzte Phase kommen. Heißt, es kann sein, dass wir hier auch nicht alle Events schaffen. Bedeutet, ihr solltet euch möglichst eine volle Gruppe suchen und dann gucken, dass ihr möglichst weit kommt, ne, hier in die 6. Phase, bevor der Timer abläuft und dann einfach diese Klumpen hier aufsammelt. Wenn ihr mit eurer vollen Gruppe hier aktiv seid und das Ding hier zu schnell vollgefüllt ist, ihr seht, jetzt arbeiten natürlich alle hier für den Fortschritt, könnt ihr dann auch aus der Gruppe rausgehen, sobald es hier auf 60 von 60 ist und dementsprechend quasi dann in irgendeine andere Gruppe reinjoinen, beziehungsweise auf eurem Server das weitermachen, wenn euch da quasi noch was fehlt. Ich schaffe meistens so zwischen, ja, so um die 10, wenn ich ein bisschen rumhopp, ne, und ja. Also da geht es eigentlich schon voran. Manchmal, wenn man Pech hat, kriegt man halt nur 3, 4 zusammen, je nachdem, wie schnell man ist. Übrigens, diese Events tun sich halt auch einmal abwechselnd, ne? Also wir haben hier einmal Forscher unter Feuer Titanenabriegelung und dann gibt es noch so ein Ruinen-Event. Die wechseln sich immer von Woche zu Woche ab. Heißt, kann sein, dass quasi in der Woche, wo ihr das gerade macht, dementsprechend nicht das richtige Event habt. Da müsst ihr halt immer schauen, welches Event ihr gerade am Start habt. So, jetzt bin ich hier rausgelieft, seht ihr? Und jetzt kann ich hier auf meinem Server auch nochmal ein paar von den Dingern mitnehmen. Also das ist vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr jetzt quasi dann aus dieser großen Gruppe rausgeht und auf eurem Server das Zeug noch nicht aktiv ist, könnt ihr quasi einfach wieder ins Tool reingucken. Ich gebe dann meistens hier Fire ein und dann haben wir hier Researcher under Fire oder quasi Forscher unter Feuer im Deutschen. Da könnt ihr dann einfach unter Benutzer definiert gucken, ob ihr da ein paar Gruppen drin findet. Ne? Mehr ist es tatsächlich nicht. Heißt, um halb das Event abwarten, dann auf 6 von 12 spielen und dann könnt ihr das Zeug abgeben und so lange aus den Gruppen raus und wieder neu reingehen, bis ihr quasi immer wieder das Zeug abgeben könnt. Wenn ihr hier zu wenig Leute habt, dann kann es halt sein, dass ihr innerhalb des Zeitlimits nicht bis zu einem Event kommt und dann könnt ihr halt auch nicht am Fortschritt arbeiten. Deswegen solltet ihr am besten schon in Gruppen reingehen, wo ein paar mehr Leute sind, dass ihr überhaupt zu dem Event kommt. Gut, das war es eigentlich soweit, was ich euch an Tipps geben kann. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao.